Ich mache jetzt was. Ich mache jetzt was, was ihr auch machen könnt. Und damit könnt ihr euer Verhalten ganz einfach in der Beziehung für euch selber ändern. Und das ist etwas Wunderbares. Das möchte ich euch heute vorstellen. Guten Morgen. Es begab sich, wie in jeder Beziehung, dass wir uns gedacht haben, hey, da gibt's doch die ein oder andere Sache, die finde ich nicht so gut an dir und die findest du selber ja auch nicht gut. Und kannst du da irgendwie dich ändern? Und natürlich will man sich dann ändern in der Sache, welche Sachen ich da auch an mir oder welche Sachen auch vielleicht die Personen, mit denen ich zusammenlebe, ändern können. Da komme ich noch dazu. Aber das kennt jeder. Das kennt jeder von uns, dass es Sachen gibt, die findet er an sich nicht so toll und die finden die anderen auch nicht so toll und die möchte man gerne ändern. Das können zum Beispiel allgemein gesprochen Dinge sein, wie dass man gewisse Worte nicht mehr benutzt, zum Beispiel Schimpfworte oder ganz spezielle, individuelle, persönliche Wörter, was man nicht hören möchte, oder dass man nicht mehr irgendwelche ungesunden Lebensmittel gemeinsam einkauft. Das ist auch ein Verhalten, ne? Man möchte sein Ernährungsverhalten ändern, dass man keine ungesunden Lebensmittel einkauft, dass man schädliche Gewohnheiten nicht mehr ausführt, wie das Rauchen ändern oder irgendwo hingehen, wo man vielleicht nicht hingehen sollte, was auch immer. Und ja, und da ist es ganz schwer, sich zu ändern. Ich habe jetzt was, ja, für mich persönlich herausgefunden, was ich mit euch teilen möchte. Das ist nichts Neues, aber es ist etwas, wovon ich sofort gemerkt habe, das hilft tatsächlich. Und oft hört man ja so irgendwelche klugen Tipps und denkt dann, ja, das ist gut, das mache ich unbedingt auch. Eventuell gibt es noch einen zweiten Schritt, dass man sich das vielleicht mal aufschreibt, aber die Umsetzung, ja, das passiert dann einfach nicht. Und das ist eine Sache, insbesondere für Beziehungen, eine Sache, die definitiv hilft. Also, worum geht's? Also wir sind alle konditioniert. Können wir uns nicht abstreiten. Wir sind in den ersten 18 Jahren unseres Lebens hatten wir nicht groß die freie Möglichkeit. Da wurden wir konditioniert. Und eine der großen Konditionierungen unseres Lebens ist, Geld ist wichtig. Mit Geld kann man alles erreichen. Zumindest Geld beruhigt. Geld beruhigt zwar nicht. Ich habe dazu mal ein Video dazu gemacht. Siehe oben Infokarten, weiß ich nicht, aber gebt einfach Geld bei mir auf der Kanalsuche ein, dann werdet ihr viele Videos finden. Egal, aber wir sind trotzdem konditioniert, auch so sehr wir uns jetzt bewusst werden darüber, dass Geld vielleicht nicht so wichtig ist, ist es in uns drin, Geld ist wichtig. Und wir achten natürlich auch auf das Geld. In meiner Situation muss ich sowieso auf das Geld achten, das war aber nicht immer so, aber derzeit ist es sowieso so, dass ich halt auf das Geld achten muss. Zumindest solange ich meine Leidenschaft zum Beruf mache, wie ich das derzeit tue. Ja, also Geld ist wichtig. Machen wir uns doch diese Konditionierung nutzbar. Machen Sie wir doch nutzbar. Das heißt, wir nutzen das Geld oder diese negative Konditionierung bezüglich des Geldes, dass uns das Geld wichtig ist, für eine positive Entwicklung. Und ja, und dann ist es eben so, und das gibt es ja in verschiedenen Möglichkeiten, wie ich das mache, komme ich gleich dazu, warum ich das mache, dass man, wenn man irgendetwas tut, was man eigentlich nicht tun will, dass man dafür gepunished wird, sozusagen bestraft wird. Und ja, das ist dann zum Beispiel konkret so, dass wenn wir sozusagen unterwegs sind und jemand kauft ein Lebensmittel, was er vorher auf seine schwarze Liste getan hat, also auf seine rote Liste, keine Ahnung, auf jeden Fall, was zu den Lebensmitteln zählt, was er nicht kaufen möchte, dann muss er den Betrag, den er für das Lebensmittel bezahlt hat, in ein kleines, ja, wir wollten die Schweinchen nennen, egal, in ein kleines Spardose hineintun. Und ja, und dann sammelt sich das natürlich auf. Und dann, wenn wir drei sozusagen dann genug Geld gesammelt haben, dann nutzen wir das Geld für eine gemeinsame Sache, die uns allen eben auch gut tut, zum Beispiel mal in ein Rohkostrestaurant zu gehen oder was auch immer, irgendwas Schönes damit zu machen. Und ja, genauso, jetzt kommen wir zu den konkreten Dingen, die bei uns jetzt so ja, anfallen, wo wir sagen, hey, da würden wir uns gerne ändern. Also zum einen die Lebensmittel, wo man dann halt eben doch mal eine Ausnahme macht, sagt, ach komm, jetzt kaufe ich mir mal irgendwie was ja, Blödes. Und da hat jede Person so bei uns in der Konstellation so eine eigene
eigene Sachen, worauf er verzichten möchte. Bei einem sind das Sojaprodukte, also Tofu und so weiter. Bei dem anderen ist das eher so, Vorsicht, nein, ich will kein Gluten. Bei dem anderen ist es dann das ist wirklich 100% vegan und keine Ausnahme, auch wenn da mal irgendwas ein Ei drin ist oder sowas. Bei dem anderen ist das ja, Süßspeisen, auch vegan, innerhalb von so einem Kaufmarkt. Und so hat dann jeder so seine eigenen Dinge, worauf er hundertprozentig verzichten möchte. Ich kann das mal für mich sagen, für mich kann ich sprechen. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann möchte ich wirklich zu 100% keine irgendwelche Fertig-Süßspeisen kaufen, die da existieren. Also irgendwelche veganen Riegel oder veganes Zeug, was ja irgendwie so Süßspeise-Riegel halt. Ne? Sowas nicht. Was bei mir dazu kommt ist, ich möchte keine Fertigprodukte kaufen im Sinne, also auch vegan natürlich, also irgendwelche Frikadellen oder veganen Schnitzel oder irgendwie sowas. Das will ich eben auch nicht da bei mir haben. Und was für mich in Ordnung ist, ist ein Tofu. Das ist in Ordnung, aber auch wirklich nur ein Tofu, der nicht frittiert ist. Es gibt ja diese leckeren Sesam-Mandel-Tofus, die sind leider in Sonnenblumenöl frittiert. Das möchte ich nicht, sondern tatsächlich nur so ein reiner Tofu oder von mir aus auch noch ein geräucherter Tofu, das geht klar. Aber nichts, wo irgendwo Fett dran ist, also Fertigprodukte, weil das meist gesättigte Fettsäuren sind. Und gesättigte Fettsäuren, es gibt kaum etwas Schlimmeres als gesättigte Fettsäuren. Also ich hatte auch mal ein Video dazu gemacht und selbst Weißmehlprodukte und Industriezucker steht hinter den gesättigten Fettsäuren aus meiner Sicht. Das immer nur dazu gesagt, ich begründe das auch in meinen Videos. Ich weiß, da gibt es 100 verschiedene Ansichten und jeder Stoffwechsel auch individuell, ich will es nicht zu weit ausführen, aber wenn man im Ayurveda sich ein bisschen auskennt, ist durchaus möglich, dass manche Menschen sehr gut Fett vertragen und andere sehr schlecht. Und genauso ist es mit kurzkettigen Kohlenhydraten, wie Weißmehlprodukten und Industriezucker. Für manche kann das überhaupt nicht so ein Problem sein, für manche ist das ein massives Problem. Und deswegen gibt es auch diese Lager, die Menschen, die wirklich überzeugt sind von den einzelnen Dingen, von ihrer Ernährungsweise, die vehement dafür eintreten, weil sie nicht anerkennen, dass es einfach individuell ist. So, Exkurs zu Ende. Also Ernährung, es ist ein Punkt, wie man da so Geld in die Kasse bekommt. Und da zahlt man halt eben dem, was man dann ausgibt, nochmal rein. Dann Schimpfwörter. Das ist ein Problem, was ich jetzt nicht so unbedingt habe, aber was vielleicht andere Menschen haben, die halt einfach so mal sagen, halt die Fresse. Oder irgendwie so ein Schimpfwort mal rausmachen. Und ich finde, da kann man, oder das findet auch jeder, das kann man ein bisschen einschränken. Und jedes Mal, wenn man ein Schimpfwort sagt, dann fließt 1 Euro in die Kasse. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Des Weiteren, verletzender Humor oder unangebrachter Humor. Also es gibt so, ja, Menschen, und ich zähle auch dazu, andere Menschen eben auch, die über gewisse Themen besonders gern Humor machen. Und ja, und da ist dann halt eben, dass man bei uns so, dass wir verzichten auf verschiedene Themen Humor. Ich möchte es gar nicht ansprechen, aber ja, also gewisser Humor, das gibt dann auch ja, eine etwas in die Kasse. Und das ist echt schön. Es ist wirklich sehr, sehr schön zu beobachten, dass man wegen so einem scheiß Euro, weil es ein Spiel ist, weil es was Spielerisches ist. Und man hat trotzdem die Freiheit, es zu tun. Also ich könnte theoretisch mir jetzt irgendeinen Scheiß kaufen, zahle halt einfach nur doppelt. Da ist wieder das Geld ist wertvoll zum einen und zum anderen aber auch das Spiel. Wer möchte denn derjenige sein, der ständig diese Spardose füllt, damit dann alle drei schön irgendwas tun können. Und entsprechend ist es auch ein spielerischer Charakter und das ist eine gewisse Lockerheit. Und ich kann euch das echt nur empfehlen. Es ist episch, es ist wirklich episch, wie es funktioniert. Obwohl dieser Betrag wirklich klein ist, funktioniert es einwandfrei. Löst eure Beziehungsprobleme mit Geld. Das ist eigentlich ein guter Titel, guter Thumbnail-Titel. Ich glaub, den werde ich wählen. Beziehungsprobleme mit Geld lösen. Und dann ist Geld trotzdem sowas gut. Also, reflektiert mal, habt das vielleicht schon ausprobiert, lasst uns in den Kommentaren treffen. Ich kann euch versichern, es hilft. Es hilft total und ich bin ja durchweg etwas begeistert. Wir sehen uns in den Kommentaren und bis dann, euer Samuel.